Ich habe einen sehr nahen, sehr, sehr nahen Verwandten. Also, Entschuldigung, das soll man das jetzt verzeihen, aber der ist mit ungefähr 50 Jahren draufgekommen, dass er im falschen Geschlecht lebt. Er hat dann einen Leidensweg durchgemacht, den sich jemand wie wir nicht vorstellen kann. Und zwar deshalb, weil er auch in einem Beruf tätig war, der ein echter Männerberuf war. Und dieser Männerberuf, ich bin erst später drauf gekommen, aufgrund der Unterlagen, die ich dann gefunden habe, dieser Männerberuf hat es ihm unmöglich gemacht, seine Situation seinen Arbeitskollegen zu erklären. Die einzige Person, die das gewusst hat, war seine Mutter, sonst niemand. Er ist dann leider verunglückt, ist gestorben. Und ich habe in der Folge mir vorgenommen, alles zu tun, um derartige Zustände zu verhindern, dass Menschen sich einigeln müssen, um zu ihrem Geschlecht zu stehen, das sie vorher anders hatten. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe mir dann angeschaut, die Homepage von Transgender, da hat er versucht, sich darzustellen. Er ist einen Weg gegangen, der unmöglich war, wenn man nicht in der Situation ist, dass man sich vorstellt. Und daher schmerzt es mich, wenn dann so über derartige Dinge derart gesprochen wird. Ich habe dann versucht, weil wir in Wien eine große Anzahl von Menschen haben, die aus den Bundesländern kommen, zu versuchen, in Wien, im Burgenland und in Niederösterreich Unterstützung für einen dieser Vereine zu bekommen. Und ich bitte Sie wirklich, sich einmal in meine Situation reinzuversetzen. Die Unterstützung kam nicht. Burgenland spendete damals 500 Euro. Aus Niederösterreich bekam ich die Antwort, wir haben Mutterberatungsstellen in allen Bezirken, die sollen dorthin gehen. Der konnte nicht dorthin gehen. Und wir haben dann versucht, über den Ausschuss diesen Vereinen auch mehr Geld zu geben. Glaubt es mir, es ist unerträglich, wenn man das im Kopf hat, wenn man diese Worte dann hört. Das war mein Bruder, um den es sich gehandelt hat.